Ja, geil. Oh, oh, oh. Oh, komm schon. Normalerweise startet man mit einem Gleitschirm von einer erhöhten Position, wie zum Beispiel einem Berg, einem Hügel oder einer Düne. Oder, und das wäre die zweite Möglichkeit, man wird, wie das auch im Flachland oft gemacht wird, per Seilschlepper auf eine gewisse Höhe gezogen, um von dort aus mit der Thermik weiterzufliegen. Seit kurzem gibt es jedoch ein neues System von der Firma Scout, was das Paragliding gerade im Flachland revolutionieren könnte. Das hier ist der Scout Zero. Das ist eine Aufstiegshilfe. Das ist im Grunde eine Kombination aus einem leichten Paramotor kombiniert mit einem aerodynamischen Liegegurtzeug, so wie man es auch aus dem Freiflug kennt. Dank einer cleveren Konstruktion der Motoraufhängung ist es mit dem Zero möglich, stehend zu starten und dann aber in eine bequeme Liegeposition überzugehen. Der Mechanismus wird durch das Strecken der Beine betätigt und man hat fast das Gefühl, der Motor würde das Abkippen von selbst auslösen. Der Motor wird eigentlich nur für den Start eingeschaltet. Und den Schub regelt man dann über einen klassischen Gasgriff, genauso wie man das vom Paramotor kennt. Sobald man die Thermik gefunden hat, kann dieser ausgeschaltet werden und man ist genauso bequem und lautlos wie im Freiflug unterwegs. Beim Anlegen des Gurtzeugs ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass der Hüftgurt festgezogen wird und eng anliegt. Und auch bei den Schultergurten sollte darauf geachtet werden, dass die wirklich fest angezogen werden. Die können dann aber in der Luft, sobald man die Liegeposition eingenommen hat, wieder gelöst werden, um dann dieses vollkommen bequeme Freifluggefühl zu erzeugen. Dann gibt es wie gewohnt noch zwei Beingurte mit hochwertigen Metallschließen, einen gewichtsreduzierten Brustgurt, einen Clip zum Schließen des Beinsacks, die Frontrettung, die auch gleichzeitig das Cockpit bildet, wird im Karabiner eingehängt und schließlich gibt es noch einen kleinen Gurt, der die Schultergurte zusammenzieht. Der Beinsack hat auf beiden Seiten eine geräumige Reißverschlusstasche, in der Handschuhe, ein Handy und andere Elektronik sehr gut untergebracht werden können. Wie nahezu alles am Zero ist auch das Cockpit auf das Wesentliche reduziert und sollte genügend Klettfläche zum Befestigen von zwei Geräten bieten. Auch die Rettung ist im Cockpit untergebracht und über den Rettergriff mit beiden Händen sehr gut erreichbar. Jetzt wird's aber Zeit, dass wir endlich in die Luft kommen. Doch bevor es losgehen kann, bekommt der Zero nochmal einen Schluck Sprit. Denn die Aufstiegshilfe wird von einem Zweitaktmotor angetrieben und läuft mit einem Benzin-Öl-Gemisch. Ja, wie man sieht, ist der Tank noch ziemlich voll, aber ich tanke trotzdem noch einen Schluck drauf. Wenn es nämlich gelingt, ein bisschen auf Strecke zu gehen, dann werde ich den Sprit nicht brauchen, um den ersten Thermikeinstieg zu finden. Aber vielleicht werde ich den brauchen, um nachher wieder erfolgreich zurückzukommen. Ja, da vorne hat es echt herrliches Streckenflugwetter, aber hier vorne rüber sieht man, dass da schon die ersten Zirne aufziehen und da hinten in der Ferne werden die Cumuluswolken schon wieder kleiner. Aber mal schauen. Wir haben ja kein großes Risiko, denn wenn es nicht klappt, in der Luft zu bleiben, schmeißen wir den Motor wieder an und fliegen zur Landewiese zurück. Ja, ich bin gerade am Startplatz angekommen. Leider sehe ich, und ihr jetzt auch, dass es hier über mir schon ordentlich abgeschattet ist, dass da schon ordentlich die Zirren drin stehen. Ich bin hier quasi genau auf der Grenze. Hier sieht man es, im Hintergrund wird es da auch schon wieder blau und man sieht auch direkt, wie die Cumulusbewölkung aufpoppt. Ja, somit kann nur der Plan sein, hier weiter in die weniger bewölkten Regionen zu fliegen, wo die schönen Thermik-Wolkenstraßen stehen. Das heißt, ich starte jetzt hier, mache mich ganz mal fertig wie geplant, verlege meine Route aber einfach ein bisschen außerhalb dieses Zirrenbereichs und hoffe, dass ich dann dort meinen Thermikflug wie gewohnt stattfinden lassen kann. So, jetzt werde ich schon mal den Motor starten. Während ich den Schirm ausbreite, kann der Motor schon mal so ein bisschen warm laufen. Da ist er auch schon. Ja, scheint mir, als wäre das Standgas einfach ein ganz bisschen zu hoch eingestellt. Ah, kleiner Fail, wird mir gerade bewusst. Ich habe den Beschleuniger zu Hause vergessen. Wie ihr seht, bin ich heute wieder mit dem Nibiuk Icepeak X1 unterwegs. Der Motor auch aufgewärmt, dann kann es auch schon in die Luft gehen. Ziehen wir den Schirm auf. Oh ja, der kommt bereitwillig. Die Chasecam hängt schon in der Luft.
Nach nicht mal 6 Minuten Flugdauer hatte ich schon die erste Thermik gefunden und war auf einer Flughöhe von über 380 Metern. So, hier steigt es weiter. 1,9, 2,1. Ich mache den Motor aus, lege den Gasgriff zur Seite, mache meinen Ohrschutz ab und schon geht's in die Thermikkurbelei. Hier wird sie besser. 3,6 Meter ohne Motorleistung hatte ich gerade einmal auf der Uhr. Und das ist so geil, ich liege hier ganz normal wie in meinem Liegegurtzeug. Der Motor übernimmt jetzt keine Funktion mehr, nur als Sicherheitsbackup, wenn ich doch mal wieder tief kommen sollte. Obwohl der Motor jetzt ausgeschaltet ist, dreht sich der Propeller im Fahrtwind weiter mit. Da dies jedoch minimal den Windwiderstand erhöht, arbeitet Scout bereits an einem Faltpropeller, um die Gleitleistung weiter zu optimieren. Ich versuche nach wie vor, mich zum Zentrum der Thermik vorzupirschen, aber wenn es nicht klappt, ist es überhaupt nicht schlimm. Das war ja der erste Versuch. Wir haben relativ zeitnah den Motor schon wieder ausgeschaltet und bei dem ja doch relativ schwierigen Wolkenbild, was wir jetzt leider haben, ja, da wäre ich mit einem normalen Freiflug sehr viel zögerlicher gewesen, auf Strecke zu gehen. Ja, ich fliege das erste Mal mit Rückenwind. Ja. Leichter Piepser. Ja, die Thermik kann jetzt hier jeden Moment zu Ende sein, da wir schon so einige Zeit diese Zirren drin haben, die sich hier leider vor die Wolke schieben. Aber ich drehe einfach weiter. Ja, das erste Mal über 600 Meter. Auch wenn es noch ein sehr schwacher Bart ist, aber so wird er doch zunehmend zuverlässiger. Ja, und das Geile ist echt, das ist mein ganz normaler Streckenschirm. Das ist jetzt nicht irgendwie besonders von der Größe Rücksicht genommen auf diese Thermikeinstiegshilfe. Denn die wiegt nur mit Motor so um die 15 Kilo. Und das ist sehr, sehr ähnlich wie das, was ich sonst beim normalen Freifliegen auch dabei habe. Und somit kann ich ganz normal meinen Streckenflügel nehmen. Ja, wir haben hier oben so einen 17er, 18er Grundwind. Das versetzt mich also schon ordentlich. Ich bin mal gespannt, wo uns unsere Reise hinführt. Denn wenn wir Pech haben, haben wir da hinten nachher Schwierigkeiten über Paderborn mit der CTR. Und dann wäre das schon der erste Punkt, wo ich den Motor wieder anwerfen muss. Ja, leider ist die Quelle hier versiegt. Zumindest hat das Piepen aufgehört. Jetzt fliege ich leider ohne Beschleuniger, weil ich den heute nicht mitgenommen habe. Aber hier spüre ich ein ganz bisschen Aufwind. Ja, man merkt, dass die Zirren immer mehr durchgreifen, also es gibt jetzt kaum noch zirrenfreie Gebiete, zumindest nicht für mich in näherer Umgebung, wo ich sie direkt erreichen könnte. Ja, und das muss man einfach sagen, ne? Das ist ein Tag, an dem ich sicherlich niemals auf Strecke gegangen wäre, wenn ich nicht die Sicherheit hätte, mit dem Motor einfach wieder zurückzukommen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, die Luft arbeitet hier. Das fühlt sich so an, als wenn hier ein bisschen Steigen sein könnte. Ich würde es liebend gerne mitnehmen. Geht's hier schon hoch? Das fühlt sich gar nicht so schlecht an. Ja, geil. Noch nicht mal unter 600 Metern gewesen, also noch alles im Wohlfühlbereich, ohne den Motor erneut starten zu müssen. Ja, nicht schlecht. Und das ist sogar über 1,5 Meter integriert. Ja, also da sieht man ganz deutlich einfach den Effekt der Zirren. Von da, wo wir gekommen sind, sieht man deutlich, wie da die Cumuluswolken zurückgehen, immer flacher werden und sich da hinten schon ganz auflösen. Na, so richtig will der Bart hier noch nicht. Da kommt ein Thermikanzeiger vorbei, ein Bussard. Ja, wunderbar. Da oben im Hintergrund, das ist kein Thermikanzeiger. Da bin ich immer froh, wenn ich mit den Jungs auf Abstand bleibe. So eine never-ending Story. Ich habe das Gefühl, seit dem Start, seitdem wir dieses erste Steigen gefunden haben, bin ich hier ungefähr in ein und der gleichen Thermik. Ja, und ich lasse mich einfach mit ganz wenig Steigwert hier immer weiter versetzen. Also, ja, ey, solange es funktioniert, will ich mich nicht beschweren.
sieht deutlich, wie sich die Zirren immer weiter verdichten. Da ist gleich Schluss mit lustig. Ja, was soll ich sagen? Wir sind weiter im Steigen. Punktuell immer mal wieder über 2, integriert so um die 1,2 bis 1,4 Meter. So, wir sind über 900 Meter, so langsam klettert das Ding hier doch echt immer zuverlässiger. Ja, und während das Wetter so aussieht, als wenn hier gar keine Thermik mehr sein dürfte, zieht dieser Bart hier immer weiter an. Gerade hatten wir mal über 2 Meter integriert. Mittlerweile sind wir über 1000 Meter hoch, sind hier vorne hinter dem Lippesee, den man hier ganz gut erkennen kann. Aber leider scheint dieser Bart jetzt hier ein Ende gefunden zu haben. Oh, da unten ist ein Rettungshubschrauber, so wie das aussieht. Ja, das war's hier mit der Thermik. Somit werde ich jetzt hier meinen Wendepunkt setzen und den Gleitflug zurück in Richtung Landewiese antreten. Ich mache auch schon wieder die Ohrmuschel dicht. Ich bin jetzt 450 Meter noch über Grund. Ich werde jetzt schon mal den Gasgriff vorbereiten und mich darauf einstellen, dass mir der Motor hier jetzt gleich eine Außenlandung erspart. So, da ist das Schätzchen. Da sind wir auch schon wieder zurück. Hat ja gut 20, 25 Minuten gedauert, bis ich wieder hier war. Ja, und das Schöne ist einfach, dass man so ein Streckenflugabenteuer einfach mal so in den Alltag integrieren kann. Ja, ich glaube, eine Sache, die man auf jeden Fall noch optimieren könnte, wäre das Mitdrehen des Propellers. Wenn man den in der Luft stoppen würde, wäre das wahrscheinlich noch mal ein Stückchen effizienter für den Gleitwinkel. Oh, da vorne dreht ein Falke auf. Nur vielleicht 100 Meter vor mir. Oh. Das macht die Luft natürlich jetzt für den Landeanflug nicht so schön. Oh, oh, oh. Oh, komm schon. Ui, ui, ui. Ja. Ja, das war knapp. Mit dem Rahmen schon durchs Maisfeld. Ja. Wir sind wieder zurück an der Landewiese. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr jetzt auch heiß drauf seid, dieses Frühjahr mit dem Scout Zero durchzustarten, dann meldet euch gerne unter dieser E-Mail-Adresse. Die steht auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Denn es gibt die Möglichkeit, den Zero 3 Wochen lang zu testen und wenn er euch nicht gefällt, könnt ihr ihn kostenlos zurücksenden. Ich kann es auf jeden Fall kaum erwarten, dieses Frühjahr mit dem Zero so richtig durchzustarten. Ich bin mir sicher, das wird nicht das letzte Video gewesen sein, das ihr von mir mit der Aufstiegshilfe gesehen habt. Ja, Mission abgeschlossen. Alles ist wieder eingepackt und verstaut. Jetzt geht's ins Auto und dann ab nach Hause. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao.